Nun, wenn hier das Akromateum ist und dort die Arena, ich glaube, wir müssen dort entlang. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn das Hotel überhaupt noch dort steht, wo es letztes Mal war. Ich schaue mich mal wieder nach Ocean Leuten um. Ja, jetzt findest du tatsächlich wieder welche, die irgendwelche Säcke auf ihren Schultern tragen. Auch wieder die Marktplätze, die aufgebaut worden sind. Jetzt auch gerade hier. Ja gut, Marktplatz ist es wieder nicht, aber es sieht zumindest aus, als ob hier irgendwelche Sachen gehandelt werden. Irgendwie ein paar normale Leute, die auch Schafswolle und Esslamsbrücker Spitze verkaufen. Ein paar Messer, die hier mir angeboten werden. Das waren wohl diejenigen aus dem Handwerksviertel, die richtigen Messer. Und auch ein paar Leute, die hier rumlaufen, kannst ein paar Wappen erkennen. Korhop, Alanfa, Fasar, Mingbilla. Ich würde mir den ersten Händlerstand raussuchen und. Ah, guter Mann. Sagt, wo finde ich das Hotel Schwarz und Rot? Hotel Schwarz und Rot, ja, das habe ich gerade vergessen. Aber für, wenn ihr hier, seht doch einfach mal, ich habe hier gute Wolle, die hält euch warm. Es mag zwar hier vielleicht nicht ganz so sinnvoll sein, aber wenn ihr dann die Stadt mit ihrer liebenden Wärme wieder verlasst, dann werdet ihr von der eisigen Kälte von Nagrach und Belshirash umarmt und dann braucht ihr auf alle Fälle eine dicke Wollkleidung. Wie wäre es mit zwei Hellern und ihr sagt es uns so? Ja, das können wir auch so machen. Zwei Heller Okay. weniger kann er euch den Weg zum Hotel Schwarz und Rot weisen, wo Jalan richtig genervt wartet, weil er selber nicht raus konnte und durfte. Diese Händler sind überall gleich. Hier ist eine Sache, auf die man sich verlassen kann. Da Jalan hätte sich auch seid eine Fackel ihr kaufen können. ja. Ah, Jirudin. Und? Ihr Habt ihr geschlafen? seht etwas zerknirscht aus. Habt ihr meine Lampe? Ah, sicher. Ihr müsst etwas Öl nachfüllen. Danke auch. Habt ihr auch einen Weg gefunden? Nach einer Weile, Ja. ja. Und danach haben wir scheinbar noch mal in der Nacht eine gesamte Stadtreise getan. Und wo sind die anderen? Wir wissen es nicht. Wir haben sie niemals wiedergefunden. Sie haben nicht an dem vereinbarten Ort auf uns gewartet. Sehr unzuverlässig. Am Ende lasse ich schwöre euch, wenn der Rest unserer Reisegruppe von Ogern gefressen wurde, knüpfe ich euch an euren eigenen Schnürsenkeln auf. Dann ist das nicht meine Schuld, oder? Sie sind von alleine abgehauen. Wir hatten einen Termin ausgemacht, einen Treffpunkt. Und wo ist er? Am Blutkrug. Dort, wo wir waren. Dort, wo wir auch hier genächtigt haben. Doch sie waren nicht aufgetaucht. Und nun, dafür sind wir nicht verantwortlich, dass sie keinen Orientierungssinn haben. Wir sind unschuldig, wie immer. Und Sie wissen ja, wo wir zuletzt waren. Vielleicht. Ich würde nicht drauf wetten. Wo soll es jetzt hingehen? Erstmal raus auf den Platz. Hat jeder seine Lampe? Fackel, wie auch immer. Fackel. Öl ist alle. Gut, es wird wohl wenig Sinn machen, jetzt durch die Stadt zu streifen und nach den anderen zu suchen, denn selbst wenn sie in diesem Blutkrug genächtigt haben, werden sie jetzt wohl kaum noch dort sein. Habt ihr inzwischen etwas an Erfahrung gebracht über die Turnierregeln? Außer den Namen der Disziplinen nicht. Entsprechend würde ich jetzt keinen Angriff nehmen. Das würde uns hoffentlich über die größeren Plätze führen, wo wir, wenn wir Glück haben, die anderen finden werden. Und dann geht's los. Korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber die Anschläge über die Turnierdisziplinen hingen an einem Marktplatz in der Nähe des Kristallgötzen? Also ist das Turm des Kristallgötzen oder vertue ich mich da gerade? Na, der Turm des Kristallgötzen, das wird wohl sowas Da wie geht man, in der ja, da geht man dran Borbora, vorbei genau, und da gibt es dann Borbora einen Kirche. Platz. Da gibt es dann einen Platz und an diesem Platz waren, glaube ich, die Aushänge gewesen. Nicht die Schreiber waren vor der Arena. Ja, Aushänge wirst du sicherlich irgendwo überall finden, aber du kannst dann eben auch dicht auf diesem, in diesem Herz der Stadt, kannst du dich dann umsehen, wirst dann auch einen Aushang sehen, auch ein paar weitere Schreiber, die hier wohl für den Turniermarschall arbeiten und auch weitere Anmeldungen annehmen. Und während ihr da gerade stehen geblieben seid, könnt ihr auch erkennen, wie zwei Zwerge, Tunamida und Torvala, an euch vorbeilaufen in Richtung der Arena. Ich ruf dann mal Abdulon! Abdulon! Wenn er nicht antwortet, rufe ich an der Starkart. Starkart! Hören wir das?
Ja. Sind wir damit gemeint? Ja, wir sind gerade darauf vorbeigelaufen. Ihr wolltet ja eigentlich zur Arena. Ja. Ja, ich drehe mich mal um. Ich hebe mal die Hand und mache mich auf die Baden zu. Guck nochmal kurz über die Schulter. Seht ihr? Glück gehabt. Oh, hoher Herr von Dunkelstein. Was macht ihr denn hier? Ich wohne, naja, da hinten. Jedenfalls, die beiden hier haben euch wohl heute Nacht nicht gefunden. Sie waren im... Wo war ihr? Blutkrug. Ihr wolltet euch da wohl treffen? Naja, ja. wir waren auf dem Weg zum Blutkrug doch davor. Dann haben wir euch Magier doch wieder getroffen? Nein. Haben euch doch gesagt? Nein. Doch. Und dann haben wir euch gesagt, wir jetzt hier in dieses tobrische Dings gehen wollen, weil uns das sympathischer erschien von der Beschreibung her. Und dann haben sie unsere Wege wieder getrennt. Da sagtet ihr, okay, dann treffen wir uns da und dann seid ihr, ja, nicht aufgetaucht. Ich dachte schon, ihr hättet euch verlaufen. Wir verlaufen uns niemals. Wir sind Magier. Dann frage ich mich, wo ihr geblieben seid. Wir sind immer zum rechten Zeitpunkt am richtigen Ort. Jedenfalls waren wir gerade auf dem Weg zum Arenaplatz, um die Aushänge zu betrachten. Wo geht ihr hin? Wir wollten zur Arena, um es schlau zu machen. Ich wollte als Bogenschütze teilnehmen, wie die genauen Regeln sind. Ja, umso besser. Dann gehen wir wohl mal. Ich würde auch diese Arena ganz gerne sehen. Wir haben zwar davor gestanden, aber ich konnte mir noch kein Bild machen. Und ich denke dann, so geht es weiter, bis wir am Arenaplatz sind. Die Arena ist gewachsen, gewaltig sogar. Aus den ehemals nur wenigen Schritt ist mittlerweile ein gewaltiges Ding, ein Moloch geworden, der wohl noch mehr Leute fasst. Ob Lebende oder Tote, irgendwelche Dämonen. Der Platz ist ein bisschen größer geworden, irgendwelche Häuser, die verdrängt oder verschmolzen wurden oder auch selbst zum Teil der Arena wurden. Ihr seid euch da nicht ganz sicher, aber auch hier weitere Leute vom Turniermarschall, die dann hier die Leute aufnehmen. Es sind wohl einige dabei. Ihr könnt auch erkennen, wie da gerade eine grüne Gestalt, ein grüner Ritter steht. Und da er sich auch wohl gerade einträgt, was zumindest Jalan bekannt vorkommen sollte als Tobria, der den grünen Ritter weiß. Ja, mich wundert das doch ein wenig. Also er hat auch wirklich einen blankgrünen Waffenrock an und den Schild grün angemalt. Genau. Ich bin gleich wieder da. Schaut schon mal nach den Aushängen. Ich gehe mal auf ihn zu. Hey da! Vorigen Vater zum Gruße. Den kannst du dir sparen. Natürlich. Hier drin endet das grüne Ritterteil, sehe ich das richtig? Mit einer Dämonenbuhle wie dir spreche ich nicht. Warte kurz. Wenn du Glück hast und Sumu dich erwählt, dann werde ich dich erlösen. Ich will dir nicht, dass das passieren wird. Aber es ist interessant zu sehen, dass die örtliche Druidenschaft sich wohl immer noch anschickt, ihre Teilnehmer aufs Feld zu setzen. Sie machen von den tobischen Regeln Gebrauch, dann tun wir das auch. Nun? Hoffe ich, das Glück ist euch gewogen, wenn ihr in der Arena steht. Ich schüttel den Kopf und gehe wieder weg, weil, na gut, er will nichts von mir. Lassen wir ihn. Kommen wir zu den anderen zurück, flüstern noch. Interessant. Ein Freund, ein Bekannter? Nein, seht ihr, ihr wisst doch, was ein weißer und ein schwarzer Ritter sind. Weil ein Adliger kommt aufs Turnier und offenbart seine Identität nur dem Marschall und nimmt dann mit einem weißen oder einem schwarzen Wappenschild teil. Noch nie davon gehört, aber ja. Nun, Tobrien ist es, war es früher zumindest so üblich, dass die örtliche Druidenschaft ebenfalls einen Streiter schicken durfte, der nicht mal adlig sein musste. Und der nahm dann in ihrem Namen teil. Druiden? Ja. Du? Was sind Druiden? Wer sind Druiden? Ist das irgendwie so eine Rittervereinigung? Nein, das sind Naturzauberer. Aber was sollen die denn bei sowas mitmachen? Nee, ich weiß nicht. Weil gerade die Bauern sich gern auf ihren Rat verlassen haben. Ihr wisst schon, wenn in den Wald geht, weiß man gerne, dass ein Druide dort wohnt, der ihn halbwegs unter Kontrolle hält. Und wozu brauchen die Druiden einen Ritter? Warum ist der Ritter grün? Und weil grün ihre Farbe ist.
Wir stellen Fragen, Starkart. Ja, das verstehe ich nicht. Wozu brauchen die Druiden einen Ritter? Nur um sich zusammen mit allen anderen Adligen auf dem Turnier darstellen zu können. Wozu nimmt man an Turnieren teil? Wegen den Preisgeldern. Man nimmt doch nicht wegen den Preisgeldern am Turnier teil. Richtig, wegen dem Ruhm. Und ganz Geld. Recht. Wegen dem Ruhm. Und sie wollen wohl denn den Ruhm ihrer. Den Ruhm ihrer Götter. Naja. Ihres Gottes. Bringt das denn was? Hochstellen. Wie bitte? Bringt Ruhm denn irgendwas? Also was bringt einem Ruhm? Natürlich, Ruhm und Ehre sind doch die wichtigsten Tugenden, die ein Adliger haben kann. Ich dachte, das wäre ein großes Leben. Und viel Geld. Mal sind Hopfen und Malz verloren, wisst ihr das? Und über andere bestimmen zu können. Also ich glaube, wenn man sehr viel Ruhm hat, kriegt man auch sehr viel Geld. So funktioniert das, glaube ich. Ja, natürlich andersrum, wenn man viel Geld hat, hat man auch viel Ruhm. Jedenfalls erzählte man sich hier und da mal ein paar Geschichten von ehrgeizigeren Bauersjungen, die sich dann als grüne Ritter ausgegeben haben, um an Turnieren teilzunehmen. Einer davon wurde, glaube ich, dann sogar hinterher zum Ritter geschlagen, nachdem er gewonnen hat. Aber im Allgemeinen war das nicht zu empfehlen. Aha. Und trittet ihr gegen den an? Hat er sich in eure Disziplinen eingetragen? Ich habe ihn nicht gefragt. Er war reichlich ungehalten. Ah, er mag auch keine Dunkelsteins. Möchtet ihr eigentlich teilnehmen, werter Herr von Dunkelstein? Ich bin bereits für alle Disziplinen eingetragen. Für alle? Für alle. Das ist nicht sehr gefährlich. Finden die nicht gleichzeitig statt? Natürlich nicht. Wie sollten sie denn gleichzeitig stattfinden, wenn alles in der Arena stattfindet? Außer das Wagenrennen. Ich werfe noch einen Blick zur Arena. Ist die groß genug, dass man da drin ein Wagenrennen veranstalten könnte? Das ginge, aber du weißt, dass so ein Wagenrennen gerne auch mal nach draußen verlagert wird. Entweder in die Stadt, dass man irgendwelche Menschen niederreitet, vor allem in Fasar ist das Tradition, oder aber, dass man oben auf dem Land rausreitet, durch die Stadttore und dann irgendwann wieder rein. Das kommt immer auf die Länge des Wagenrenns an. Die langweiligen werden immer nur in einem Rondell gefahren. In Garad und in Punin. Ihr habt vielleicht in Garad schon mal gesehen, werden sie im Wiener heißt das auf Bosparano Hippodrom ausgetragen. Und in Ballyho ratet man einfach um die Stadtmauern. Und hier würden sich sicherlich die Hauptstraßen eignen. Die verwinkelten Dinger? Nun, sie sind doch relativ gerade. Ja, sie sind sehr scharf. Nun egal. Habt ihr denn überhaupt einen Streitwagen? Es wird dann gestellt werden. Habt ihr schon ein Ersatzpferd besorgt? Nein, darum werde ich mich zum Mittagessen kümmern. Wie überhaupt so einen Streitwagen lenken? Nein. Habt ihr einen Zeitplan? Gibt es einen Zeitplan? Deswegen sind wir doch erst gerade hier. Seht mal, hier vorne hängt doch jede Menge Pergament an der Wand. Ist das... Das sieht nicht aus wie... Denken wir nicht länger drüber nach. Ja, ihr könntet euch dann informieren, wenn ihr mögt. Am ersten Tage wird dann das ganze Turnier von einer Parade eröffnet. Das heißt, da darf dann jeder, der irgendwie gemeldet ist, der adlig ist, kann dann da marschieren, vielleicht auch mit Pferd oder mit irgendwelchen Dienerschaften, kann da irgendwelche Mätzchen machen, wie auch immer eine Parade denn definiert ist. Und es geht dann los mit dem ersten Kampf zu Schwert und Schild. Dabei wird nicht ausgelost, wie es vielleicht im Mittelreich der Fall ist, sondern es wird hier ganz standardgemäß nach den richtig guten torischen Regeln gehandhabt, sodass der Adel, der höchste Adlige, zuerst sich einen Gegner aussuchen darf und dabei wird meistens der niedere Stand genommen, der mit dann streitet, sodass dann eben nicht die Hochadligen direkt sich gegenseitig rauskegeln, sondern dass dann erst die Niederadligen oder eben der Abschaum, dass der erstmal vernichtet wird. Damit die eben auch eine Show haben, damit eben jeder mal gegen so einen großen Adligen gestritten haben darf. Vielleicht besiegt er ihn ja sogar, aber das weiß man bei sowas nie. Danach geht es weiter mit dem Kampf zu zwei Waffen. Ebenso am ersten Tag das Bogenschießen-Turnier, das erste Mal Wagenrennen. Es wird allerdings auch am vierten Tag nochmal Wagenrennen geben, aber das ist jetzt am ersten Tag. Schwert und Schild, zwei Waffen, Bogenschießen und Wagenrennen. Wie viele Tage geht das Turnier noch gleich? Vier Stück.
4 Tage. Ach, genau. Genau, 4 Tage. Am zweiten Tage Schwert und Schild. Das findet eigentlich jeden Tag statt. 2 Waffen. Messer werfen. Dann ist der Tag zu Ende. Am dritten Tage auch wieder Schwert und Schild. Dann das Bogenschießen, der zweite Tag. Und wieder einmal Wagenrennen. Wagenrennen am dritten Tag, nicht am vierten Tag. Am vierten Tag ist dann wieder Schwert und Schild, 2 Waffen, das Gestech und die Behurt. Steht da, ob das zeitlich überlappend stattfindet oder findet der zum Beispiel Schwert und Schild dann statt und danach beginnt das Bogenschießen? Also da könnte man eben auch an mehreren Disziplinen teilnehmen, vor allem eben auch, weil das andere machen. Nicht alle nehmen an allem teil, aber zumindest diejenigen, die eben an allen Sachen teilnehmen wollen, die können das eben tun. Aber teilweise finden eben auch Schwert und Schild gleichzeitig statt. Das kommt eben immer drauf an, wenn man lässt sich da einen Platz zuweisen vom Marschall oder von den Leuten, die das dann eben zuweisen können. Wenn dann eben die Turnierteilnehmer ausgelost oder eben nicht ausgelost worden sind, sondern wenn die sich dann eben den Partner ausgesucht haben, gehen die zum Marschall, geben sich einen Platz und dann geht's los. Weitere Fragen? Ja. Viele. Wie ist es? Besteht bei 2 Handwaffen eine Liste an Waffen dabei, die man führen darf oder nicht führen darf? Das steht eine Definition, was genau ist. Du darfst jede Waffe benutzen. Weil technisch gesehen ist so ein Langbogen eine 2-Handwaffe. Du darfst auch mit einem Langbogen kämpfen. Wenn das dein Kontrahent sieht, dann darf er dich maßregeln, darf dich auch verklagen. Und dann darfst du eine Gegenklage einreichen. Du kannst aber auch sagen, nee, das ist okay so. Dann kämpft er mit dem Bogen und ich kämpfe mit Schwert und Schild oder so. Also okay. Es ist dir komplett überlassen. Es ist sehr schlechter Stil, wenn du den Gegenüber dann auch seine Waffe verbietest. Aber es ist eben so. Dann kannst du ihn darauf verklagen, dass er dann mit Schwert und Schild antritt. Oder dass er mit 2 Waffen antritt. Okay, das wollte ich wissen. Wenn seine Klage dann Erfolg hat, dann muss ich halt mit dieser und jener Waffe antreten, aber ich werde nicht rausgeschmissen. Genau, richtig. Er zwingt dich dann einfach nur nach den richtigen Turnierregeln zu antreten. Er kann dich auch verklagen, kann er eben selber die falschen Waffen nehmen, wenn du eben nicht zurückklagst. Wenn du das nicht leisten kannst, dann kämpfst du halt mit der falschen Waffe und er kämpft halt mit seiner beliebigen Waffe. Mhm. Wie ist es beim Wagenrennen? Darf nur ein Wagenführer dort sein? 3. Wer da lenkt, ist egal und wer da drauf sitzt, ist völlig egal. Es wird mit scharfen Waffen gekämpft, die sind zugelassen. Wenn jemand vom Wagen fällt, dann ist das halt schade. Wenn der Wagen irgendwo gegenfährt, ist das schade. Wenn die Pferde irgendwie kaputt gehen, dann ist das sehr ondrondrianisch. Da kann man gegen klagen, aber das ist dann eben so. Naja, Rondrianisch wird da vermutlich nicht beistehen. Genau. Also Rondra oder auch Raya wird auch nicht draufstehen, dass das irgendwie ein Raya-Frevel wäre. Aber so sind eben diese erklärten Regeln. Viele Zusatzartikel, die dann wahrscheinlich von Grollmen verfasst worden sind. Die kennen sich da ja aus mit diesen Paragraphenreitereien. Könnte man jemanden verklagen, dass er nicht seine spezielle Waffe benutzen darf? Ja. Kannst du. Ist Magie zugelassen? Ja. Also offiziell nein, aber du kannst rauslesen, da brauche ich jetzt auch kein Rechtsgrundwurf von dir. Es wird halt nicht geahndet. Magie, Artefakte, du kannst halt benutzen, was du willst. Du kannst auch während des Kampfes paktieren, das interessiert keinen. Also, kann man dabei offiziell ist das hochtobrisch und inoffiziell, du kannst halt improvisieren. Wenn halt nebenbei irgendwie noch ein zweiter Mann auf das Feld läuft und dann mitkämpft, dann ist das eben amüsant. Das wollte ich als nächste Frage haben. Wie ist das mit Interferenz von außen? Wenn jetzt mein Magier auf der Tribüne steht, sagen wir mal, und dem Typen 30.000 irgendwie Faxes reindrückt, ist das dann... Das ist sehr unsportlich. ja, okay, verstanden. Buhurt, wie genau wird das aufgestellt? Ist das diese Garreta-Variante mit Helm hier runterschlagen oder ist das wirklich, ey, wir gehen da rein und hauen uns kaputt? 7 gegen 7 und quasi Turnier, nur eben ohne, also, das sind 7 gegen 7, die sich gegenüber auf der Seite stehen und wer am Ende irgendwie, ja, seinen Arm noch hochheben kann, der hat gewonnen oder das Team hat gewonnen. Wie, also ich weiß noch mal, es fängt zu Pferd an? Es fängt zu Pferd an. Man wird aber nicht disqualifiziert, wenn man runtergestoßen wird. Du
Du kannst ihn dann auch niederreiten, du kannst ihn niedertrampeln, das ist... Ja, das ist hier das Wichtige, weil es gibt ja auch Regelsätze, nach denen ist man raus, sobald man runtergezogen wird. Also, wie gesagt, wenn du dann eben vom Pferd runtergestoßen wurdest und deine 6 anderen Leute auch, die dann neben dir reiten, dann kannst du halt die anderen eben immer noch besiegen. Hauptsache, die können ihren Arm nicht mehr heben und du kannst es. Jetzt beim Buch mit Waffenbeschränkungen? Nein. Also offiziell Lanze, aber hey, wenn du halt keine Lanze nimmst, du kannst halt wieder verklagt werden, aber ist es, wie gesagt, unsportlich, wenn man den Gegenüber verklagt. Aber okay, sind Geräume von der Teilnahme ausgeschlossen? Nein, sind sie nicht. Es ist niemand ausgeschlossen. Auch der Niederadel nicht, der Hochadel nicht, jeder kann mitmachen. Also auch Ömer kann beim Lanzenreiten mitmachen, wenn ihm irgendjemand ein Pferd gibt. Also wenn hier jetzt ein Herrschaft ankommt. Die sind hier sehr tolerant. Also wenn hier jetzt ein Herrschaft ankommt und zischelt, ich will mitmachen, lassen die den rein. Lebende. Okay. Also ein Herrschaft wird nicht auf die Liste gesetzt, aber du kannst ihn halt irgendwie, ja, wenn du halt im Kampf, wenn dann ein Herrschaft ankommt und dann irgendwie mitkämpft, das ist wieder, da wird dann wieder ermittelt, wer das war und ob das wirklich nötig sein soll, aber... Okay, langsam gehen mir die Fragen aus. Bogenschießen, auf welche Distanzen wird geschossen? Ja, das habe ich mir hier gerade schon ausgesucht. Der Schuss wird auf 40 Meter entfernte Zielscheiben abgegeben. Kleinere Bögen sind natürlich im Nachteil wegen ihrer geringen Reichweite. Das ist grob unfair, aber das ist halt so. Dann soll man halt zu anderen Sachen greifen. Man darf auch mit Armbrüsten schießen. Ballestrinas sind allerdings verboten. Das ist nämlich keine eigene Leistung, sagt man hier. Außerdem sind die Horasier sehr verpönt. Jeder schießt 5 Pfeile. / Bolzen und die höchste Punktzahl gewinnt. Punktzahl im Sinne von Ringe auf der Scheibe. Genau. Also ganz kurz dazu, es wird natürlich dann auf das kleinste Ziel anvisiert. Das kann ich euch schon mal sagen. Und dann müsst ihr versuchen zu treffen. Und je nachdem, ob ihr es schafft, kriegt ihr halt die vollen Punkte zu, gut geschrieben. Oder je nachdem, wie viele Punkte euch noch fehlen, erreicht ihr dann kleinere Ringe. Also den inneren, den zweiten oder den äußeren Ring. Okay, läuft Messerwerfen dann genauso? Ja. Ist das Bogenschießen irgendwie zeitlich begrenzt? Nein. Also jetzt hier nicht im Sinne von nicht stundenlang, also, sondern... Das heißt, jeder darf sozusagen zielen in einem vernünftigen Zeitrahmen anscheinend. Ja, genau. Ja, musst halt gucken, ob du... Vor allem der Armbrustschütze muss ja auch nachladen in der Zeit, also das ist... nach einer Stunde werden sie dir mal sagen, fang jetzt nicht an oder schießen dir halt... Ja, wenn sie einfach nach einer Stunde sagen, die Zeit ist rum, du bist jetzt raus, wenn du nicht geschossen hast, bis dahin, das verstehe ich schon. Aber ich meine, es geht wirklich darum, vier Punkte Zielerleichterung. Ja, alles gut, kannst du komplett machen, da wird dir niemand... Also, wenn die Kontrahenten dich ablenken, das ist halt auch wieder unsportlich, dann kannst du die wieder verklagen. Aber zu dem Ding, da fehlt dir erstmal ein Pfeil, wenn sie dich abgelenkt haben. Aber du kannst es eben genauso machen. Beim Wagenrennen hast du gerade von Waffen gesprochen. Generell geht es aber nur darum, wer zuerst ins Ziel kommt, ja? Ja, das ist das eigentliche Ziel. Man darf die anderen stören, wie man lustig ist, aber er gewinnt der zuerst über die Ziellinie reitet. Genau. Eine Frage. Wenn ich... wie ist die Definition vom Schießen und Treffen gedacht? Ich glaube, wenn du hingehst und den Pfeil... Nein. Wenn ich jetzt meinen Bogen nehme und auf mein Ziel schieße und treffe oder auch nicht treffe, aber wenn ich den Bogen von der Sehne lasse, dann ist das mein Schuss, richtig? Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ja. Mir geht's darum, was passiert denn, wenn jemand anderes schießt? Ich schieße mal aus Versehen auf seine Scheibe, auf den Rand. Oder was ist, wenn ich jemand anderen den Pfeil abnehme und damit schieße? Also du kannst auch auf andere Zielscheiben schießen. Es wird... Ja genau, das zählt ja dann wahrscheinlich nicht für die, nehme ich an, weil das ja nicht denen ihr Schuss war, ganz per Definition. Ja. Aber es gibt ablenken, wenn ich hier ihre Zielscheibe folge. Ja, wäre okay. Also wir sagen einfach, an deinem Pfeil hängt ein kleines Bändchen, da ist es irgendwie rot und das vom Nebenmann ist blau und dann noch eine Orange ist, keine Ahnung. Und dann wird eben dein Ring wird gezählt. Also das ist egal, welche Zielscheibe. Es gibt Bonuspunkte, wenn du den Pfeil des anderen spaltest. Des anderen, okay. Nicht mal. Gibt es auch Bonuspunkte, wenn ich meine eigenen Spalten spalte? Du kannst auch deine eigenen spalten. Wir machen also den Robin Hood. Wie sehen die das, wenn mein Gegner stirbt?
Pech, ja, oder ist das irgendwie dramatisch? Also, wie gesagt, es geht zweites Blut, das wird auch dir als Zwerg nochmal erklärt. Entweder bis einer aufgibt oder bis er kampfunfähig ist. Und wenn du halt einen Hammerschlag in sein Gesicht machst und der dann dabei stirbt und hat vorher nicht Aufgabe gerufen, dann ist das Pech. Du kannst dich aber auch im Vorfeld, kannst dich auch um das dritte Blut bemühen. Du kannst dich auch um das erste Blut bemühen. Wird einfach, technische Frage. Wenn du nichts zu ihm sagst, dann gilt zweites Blut. Aber wenn also ihr Messer werfen wird nicht auf, Messer werfen wird nicht aufeinander gemacht, da die Sorge kann ich euch schon nehmen. Und Pfeile natürlich auch nicht aufeinander, aber auch gerade bei so einem Durcheinander wie Buhurt, wenn dann Leute aufeinander zureiten und die unter den Pferd begraben werden, ja, da wird halt kein Heiler dabei rennen und irgendwie sagen, sorry, wir müssen hier gerade mal kurz Stoppzeit machen. Ich muss hier gerade mal irgendwie einen Mensch bergen. Das wird hier nicht passieren. Ja. Muss halt doch irgendwie... Die eigenen Verbündeten rausziehen, die eigenen Leute raus, oder aber es kommt kein anderer. Ja, es kommt dann halt kein anderer. Genau. Muss ich selber drum kümmern. Es wird auch kein Heiler selber gestellt. Das ist dann alles irgendwie deine Dienerschaft. Oder du kümmerst dich um irgendwie Heilung, wie auch immer das definiert ist. Auch Heiltränke. Das ist natürlich schwer, da ranzukommen. Die sind unglaublich teuer, gerade weil Wasser verboten ist. Aber... Illegal ist illegal und wir sind immer noch in Jolgurmark. Das ist unsportlich, wenn du hier mit Wasser arbeitest. Aber es geht. Ja, und wie gesagt, was du dann auf deinem Wagen so mitführst, offiziell sind es 3 Leute. Du kannst auch unterwegs anhalten und dann noch einen vierten aufladen oder sowas. Keine Ahnung, aber da musst du natürlich Geschwindigkeit rausnehmen. Also denkt euch was aus. Das sind die Regeln. Mit 3 Leuten wird gestartet. Muss ich meinen Gegner unbedingt selber besiegen oder geht es nur darum, dass mein Gegner besiegt ist? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2 meinem Nebenkontrahenten auf meinen Gegner hetze, indem ich den irgendwie anstachel und die sich dann gegenseitig kaputt kloppen, dann habe ich trotzdem gewonnen. Wo meinst du das? Beim Duell hier. Beim zwei Duell, Hatter. Naja, beim Duell ist es ja 1-1. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Wache da links anstachel, meinem Typen auch noch auf die Schnurze zu hauen und der macht das, dann hat der Typ halt Pech gehabt. Ja, ich weiß nicht, wie du das machen willst, aber wenn die Wache eingreift und den dann zu Brei kloppt, dann, ja, wäre ich sehr gespannt, wie du das schaffen willst. Ja. Ragnar würde das vielleicht schaffen. Wenn ich beide zu Brei kloppe, habe ich dann beide Kämpfe gewonnen.